Oracle, geh die Computer der Stadt durch. Suche alles über Dr. Young. Ich sehe die Sachen dann an, wenn ich in der Höhle bin. Eine Betthöhle auf Arkham Island? Ich habe sie vor Jahren erbaut. Es ist das Beste, wenn man für solche Situationen vorsorgt. Klar. Das geheim zu halten. Ich bin's, vergiss das nicht. Und glaubst du, dass Dr. Young mit Venom experimentiert hat? Derselben Chemikalie, die Bane in dieses Tier verwandelt hat? Ja, ich bin besorgt. Bane schien noch mächtiger als sonst zu sein. Joker will das Venom und das kann nur Ärger bedeuten. Ich gehe jetzt nach Arkham North zum Deadman's Point. Ich melde mich, wenn ich in der Betthöhle bin. Alles klar. Natürlich haben wir eine eigene Betthöhle hier auf diesem, auf der Insel. Weil wir ja nicht nur Batman sind, sondern natürlich auch noch Bruce Wayne. Und, ja, Geld ist einfach eine der besten Superkräfte, die man haben kann, ne? Aufgezeichnetes Patientengespräch Nummer 70. Joker bleibt unkooperativ. Meine frühere Diagnose bleibt bestehen. Ich glaube, er findet zu viel Gefallen an sich selbst. Ist was, Doc? Ich dachte, heute probieren wir mal was anderes. Da werde ich ja ganz rot, Doc. Ich habe eine Freundin. Dr. Quinzer, ich weiß, ich habe die Bänder gesehen. Ich weiß, was passiert ist. Was soll ich sagen? Ich bin ein Charmeur. Egal, ich dachte, es wäre gut, über deine Kindheit zu reden. Mal was von Romantik gehört, Doc? So leicht geht das nicht. Da müssen Sie schon mehr probieren. Was versteckst du? Haben Sie mich nicht verstanden? Eine Hand wäscht die andere und... Naja, ich werde Sie nicht in Plastik einwickeln und in der Gosse entsorgen. Oh. So, da haben wir also... Finde den Arkham-Höhleneingang auf... Da vorne sind eine Menge Schläger. Irgendwas. Wand, die man kaputt machen kann, ist natürlich nicht schlecht. Okay, würde ich sagen, erstmal besorgen wir uns das, was hinter dieser Wand ist. Und, machen vorne die ganzen Typen kaputt. Ach. Als Gothams Venen sich mit Schmerz und Leiden füllten, konnte man die Auswirkungen überall spüren. Mein Vater starb zuerst, von einer widerlichen Krankheit befallen. Meine Mutter lebte weiter, aber nur in einem Wachtraum. Ich kehrte in unser Haus zurück, wo ich mich um meine pflegebedürftige Mutter kümmerte, solange ihr Körper noch atmete. Wegen ihrer Tränen konnte ich nachts nicht schlafen. Gibt's nicht irgendwie eine Möglichkeit schnell? Ah, okay, mit Q können wir auch schneller Batarangs werfen. Hey, Jungs. So. Also ich werde halt, wie gesagt, immer während der ganzen Dialoge, natürlich der ein oder andere hat es natürlich schon mitgekriegt, werde ich während der Dialoge immer schön mein Schnütchen halten. Und damit ihr am meisten auch von diesen ganzen Geschichten und sowas alles mitbekommt und da auch am meisten von habt. Na, nö, ich kann noch so den einen oder anderen Trick kann ich noch. So, auch noch ausschalten. Komm mal her, Junge. Bam! Ich denke, das ist eine ganz gute Idee, die immer zu hauen, wenn sie auf dem Boden liegen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Gehen wir nochmal ins Besucherzentrum. Hallo. Du kommst zu spät zu deiner Verabredung. Wie ist das unhöflich. So? Jetzt, wo du schon hier bist, können wir anfangen. Erzähl mir was von deiner Kindheit. Gab's was Außergewöhnliches? Oh, sehe ich deine Träne? Tut es zu sehr weh? Wir reden später drüber.
Okay. Was ist mit Baby Boy? Ich wette, du warst geschockt, ihn zu sehen, oder? Ich hatte gehofft, er würde dich wie ein Stück Papier zusammenfalten und ich könnte wie verrückt Briefmarken aufstempeln. Aber man kann nicht alles haben. Was hat er hier gemacht? Oh, Fragen, Fragen, nichts als Fragen. Okay, also das ist so... Das ist wieder so die Sache. Genau, was hat Bane hier gemacht? Weil Bane ist eigentlich niemand, der in einer psychiatrischen Anstalt in Arkham nie zu tun hatte. Also, weil der ist ja nicht geistig krank, sondern das ist einfach nur ein Verbrecher. Und, ja. Deshalb ist es natürlich schon... ein oder andere es einem fragen sollte, warum der hier war. Mhm. Da soll ich hin, oder was? Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's. Mhm. Ja, ich weiß. Ich habe mal einen unglücklichen Insassen davor bewahrt, auf die Felsen unter ihm zu springen. Ich habe einen Höhleneingang gefunden und über die Jahre einen Haufen Vorräte dahin geschafft. Es ist ein Zuhause fern von zu Hause. Alles klar. Gut, dann gehen wir also in unsere zweite Betthülle sozusagen. Wer ist hier? Ja, kommt mal her. Bist du was davon? Boah, erstmal den hier wieder. Wir müssen uns auf jeden Fall immer als erstes um den mit dem Messer kümmern. So, zack. Und das war's. Der mit dem Messer ist immer der Schlimmste. Also, okay, also wir haben... Deadman's Point. Oder Batman's Point. Gibt's da oben auch noch irgendwas? Man kann sich anscheinend hochziehen. Und wir finden eine Riddler-Trophäe. Schön. So. Nochmal Amadeus Arkham, da bin ich wieder leise, während der Kollege spricht. Meine Reise dauerte über einen Monat. Da ich Seminare in Keystone und Metropolis belegte, kam ich mit vielen neuen Ideen in Berührung. Ich startete gut gelaunt in den Tag. Als ich nach Hause fuhr, wollte ich meine Frau und die Kinder sehen. Ich beendete ihn in ihrem Blut liegen, während Fragmente meines Lebens durch tropfende rote Fingerrangen. Okay. Ja, der scheint ja auch eine ganze Menge Mist mitgemacht zu haben. Totenkopf. Zeug. Okay. Also da nochmal eben geguckt. Und nochmal eben was gefunden. Wunderschön. Und nu? Ist Ende. Ist natürlich saugeil, ne? Ist natürlich, okay, ich denke mal, hier brauche ich auf nichts aufpassen. Und es wäre ein bisschen blöd, wenn ich hier nach Geheimnissen suchen müsste, weil Edward Nygma dann hätte ja auch Zugriff zu unserer Betthöhle haben müssen.
Los. Ne? Schön, wir haben sogar ein Fahrzeug hier. Okay, cool. Dr. Young betreute ein Projekt. Ein großes Projekt, das finanziell gefördert wurde. Hier sind Ihre letzten Aufzeichnungen. Ich werde nicht schlau draus. Was bedeuten Sie? Sieht aus, als hätte sie mit den Arkham-Patienten Experimente durchgeführt. Diese neue Chemikalie ähnelt der Original-Venom-Verbindung nur entfernt. Es gibt Veränderungen, die die Wirkung der Droge verstärken. Diverse Hinweise auf eine Titanformel. Schon eine kleine Menge könnte eine Venom-ähnliche Verwandlung im Wirt auslösen, die den Bedarf nach den Vorratsbehältern, die Bane braucht, überflüssig macht. Warte, die Aufzeichnungen sind nicht vollständig. Die Formel fehlt. Das muss das Geheimnis sein, das Dr. Young versteckt. Wenn Joker sie in die Finger kriegt, wird er eine Armee von Tausenden Bane zu schaffen. Mein Gott, ist Joker verrückt genug, das zu tun? Jopp. Du musst ihn aufhalten. Cool. Neues Spielzeug für uns. Batclaw. Dieser Endhaken-Aufsatz kann benutzt werden, um Gegenstände zu greifen und heranzuziehen. Aha. Der Batclaw kann also auch an Gegnern befestigt werden. Das ist für uns jetzt nicht unbedingt so. Also ich würde sagen... Sie ist mit Cash in Richtung Villa gegangen. Ich gehe durch die Katakomben. Okay, wir können zum Beispiel hier so eine Kiste jetzt ziehen, oder was? Ah, okay. Alles klar. Schade eigentlich, dass wir hier nicht ein bisschen mehr machen können in der Berghöhle. Aber, naja. Hauptsache auch einen schönen Stuhl da gehabt und so, ne? Wenn schon, denn schon. Hat der hier auch eine Toilette gehabt? Ich müsste vielleicht mal. Ein Bettpot sozusagen. Ja. Hat etwas länger gedauert, ihn zu finden, als du gedacht hast. Oh, das tut mir leid. Ich versuche das nächste Mal besser aufzupassen, wenn ich eine Insel in meine Gewalt bringe. Hey, so meinte ich. Kritik kann ich annehmen, ich meine. Ich bin nicht perfekt. Naja, wenn man darüber nachdenkt, bin ich ziemlich nah dran, perfekt zu sein. Wo war ich nochmal? Ach ja, Kritik von einem Wurm wie dir. Einem Wurm, der nur frei herumkrabbelt, weil ich seine Zelle geöffnet habe. Mhm. Auf keinen Fall tolerieren. Tut mir leid, Boss. Ich meinte es nicht so. Bitte. Ja, weil ich sehe, wie sehr es dir leid tut, dass ich jemanden bei dir vorbeifahren, der deiner Frau nur beide Beine bricht. Aber Joker... Hast du ein Problem mit meiner großzügigen Art? Nein, ich glaube nicht. Danke. Vergessen wir es. Betrachten wir die Angelegenheit als erledigt. Hab ich dir schon nicht erzählt, wo ein Mann nach Hause kommt und seine Frau querschnittsgelähmt ist? Okay. Ja, der Joker ist natürlich ein ganz toller Menschenfreund. Das haben wir ja gerade mitbekommen. Okay, Killer Croc, klar, gegen den werden wir uns früher oder später auf jeden Fall auch noch zur Wehr setzen müssen. Allein weil wir den schon schnelle Veterang. So, ich werfe euch die ganze Zeit nur noch ab. Okay, das bringt's so gar nicht. Ey, sind die doof? Die können doch nicht die ganze Zeit hier mit so Stöckern hauen. So, kommt her.
Aua! Ey, guck mal, der will schon wieder mit Gegenständen werfen. Voll der fiese Typ. Ah, ah, ah. Bam! Nicht gelernt, dass man sowas nicht macht, wa? So, die Typen haben wir. Pums. Yeah. Na, ist ja total schwer jetzt gewesen, das zu finden. Ist er schon da? Er? Soll das ein Scherz sein? Das Ding ist kein Mensch. Wo lag das gerade? Okay. Killer Croc halt, ne? Okay. Oh! Ich werde dich finden und dein Fleisch wie Papier zerreißen. Okay. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich habe mich noch mehr mit Dr. Young beschäftigt. Ihren Bankauszügen zufolge gab es verschiedene Zahlungen. Von April bis vor 2 Monaten. Dann nichts mehr. Die Zahlungen kamen von einer Firma, die einem Mr. Jack White gehört. Einer von Jokers ältesten Aliasnamen. Also bezahlt Joker Dr. Young dafür, ihm eine Armee zu schaffen, und plötzlich hört er auf damit. Das ergibt keinen Sinn. So, die beiden haben wir. Explosionsgel einmal bitte. Die Wand machen. Ich habe gerade ein bisschen zu viel Spaß beim Aufnehmen, glaube ich. Einfach weil es halt Batman ist und wir. Ich dachte, du hättest das schon vor einer Stunde gefunden. Nö, dauert schon ein bisschen länger. So. Joker-Zähne. Ein Rätsel hat viele Seiten, aber nur einige davon sind entdeckbar oder entsichtbar. Irgendwas war. Okay. Und mit, würde ich sagen, dem Blick auf das nächste Szenario, in dem wir uns hier irgendwie im Untergrund befinden. Joker-Szene. Trophäen. Okay. Würde ich sagen, machen wir für heute hier Schluss. Und wir sehen uns wieder, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Let's Play Batman Arkham Asylum. Und heute ist nicht alle Tage. Ich zock wieder, keine Frage. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich schon.